Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Black Ops 2, ein Let's Play mit der Scorpion EVO und der B23R. Ich mache heute mal ein kleines Let's Play, weil es einfach mal wieder Zeit wird zu Let's Playen. Heute mal kein Gameplay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir mal rein und den Teppich laden. Ist ja schön gemacht hier alles. Aber mit der Scorpion EVO, die sowieso nicht so weit schießt. Mann, ey, das ist echt immer nervenaufreibend. Jetzt gehe ich die Treppe hoch mal. Gucken wir mal, ob da was drin ist. Lecker Gewürze. Lecker Drogen hier. Frische Drogen zu kaufen. Gut, den Feind habe ich schon lokalisiert. Jetzt muss ich nur noch den Feind töten. Und ausgeschaltet. Ach je, und sogar noch der Flaggenträger, Leute. Ich weiß, ich hab's gewusst, Leute. Aber ich wollte ja noch raus, aber die X-Taste hat sich nicht mal bewegt. Die ist irgendwie eingerostet, ist ein bisschen Fett reingekommen. Hab den mal in der Küche gehabt, meinen Controller. Und seitdem funktioniert er nicht richtig und spinnt manchmal. Zum Beispiel so. Wupp. Seht ihr, er spinnt manchmal. Ja, seht ihr, da bin ich schon wieder tot. Und was haben wir denn da? Eine Sniper-Schütze. Oh, oh, oh. DSR-50, Diamant da drauf. Geile Sache. Werde ich wahrscheinlich niemals bekommen, Diamant oder irgendwas anderes, weil ich überhaupt nicht ein Diamantsammler bin, weil ich das überhaupt nicht schaffe. Vielleicht wisst ihr eigentlich, was ich brauche, um Diamant zu bekommen. Ich weiß es nämlich gerade nicht, würde mich freuen, wenn ich ein paar Kommentare bekomme, wie man Diamanten bekommt. Ja, weil Diamanten, das ist immer eine coole Sache, finde ich. Schöner Punkt, schöner Kill, 100 Punkte noch mitgerissen, aber klar, jetzt gucken wir uns nochmal die Killcam-Analyse an. Keine Chance, aber der Camper ist tot. Der hat nämlich sich da hinten versteckt. Und das ist nicht in Ordnung. So, Camper. Ach, jetzt bin ich doch noch im Gameplay sein. Ja, Camper können wir ja auch mal drüber sprechen. Was ich davon halte, ist klar. Ist absolut nicht in Ordnung. Aber wenn ich manchmal YouTube-Kanäle durchlese und sehe, Camper gehören getötet im Real-Life-Leben, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich meine, Camper sind in dem Spiel halt, wenn man es mal ganz genau überlegt, ist halt bestimmt auch meine Meinung, sind doch irgendwie schlau, weil sie nutzen Spielvorteile aus, wie im echten Leben, weil, guck mal, wenn du jetzt irgendwo im Kongo bist, gell, Soldat als deutsche Bundeswehr und dann snipest, ja, du läufst ja auch nicht mitten aufs Schlachtfeld, das macht kein Soldat. Nee, also campen ist irgendwie auch schon in Ordnung, aber ich finde einfach, in einem Spiel gehört sich das nicht, immer am gleichen Ort zu hocken. Och, und die S-Mine musste mich töten von Antoine. Guckt euch das an, die fliegt hoch, killt mich und der Postkasten, ja, der hält auch nicht viel ab. Hält viel ab, meine ich. So, vielleicht habe ich die falsche Waffe am Start. Gut. Viper! Viper! Hey, Viper! Okay, Viper, du willst nicht, dann ist da auch nicht schlimm. Gucken. Okay. Wollen wir mal ins Hornissennest laufen und gucken, ob der Camper noch da ist? Ja. Und wo der eine Camper ist, ist auch der zweite. Achtung. Okay, der war jetzt nicht hier, wo ich jetzt ihn vermutet habe. Aber ist schon mal eine ganz starke Sache, dass wir jetzt hier schon ein paar gute Kills hingehauen haben. So. Den überrasch mal jetzt. Okay, der ist jetzt irgendwie abgehauen. Der ist abgehauen. Der Typ ist abgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Yo, Call of Duty, Bro. So. Okay. Platzier mal das gute alte Ding. Oh. 50 Punkte? Ja, yeah, nochmal 50 Punkte. Haben wir doch das kleine Hornissennest ausgeräuchert. Sehr geile Sache, muss man sagen. So. Hauen wir ab. Da vorne ist irgendwas mit Feuer. Irgendwas ist da vorne, Leute. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich gucke es mir mal genauer an, um Sicherheit zu bekommen. Och nee, was ist denn jetzt passiert? Also, was ist jetzt passiert, Leute? Gucken wir uns das mal an. Der springt da hoch, springt dann nochmal hoch und sieht mich da. Also mit... Das ist... Mehr als Pech kann man ja auch nicht haben. Mehr als Pech kann man auch nicht haben. So. Was ist das? Das ist die Time-Uhr? Ich will doch gar nicht jetzt in der Killcam sein.
Das hätte nicht sein müssen, aber Sniper-Schutz. Jetzt gucken wir uns nochmal die letzte Killcam an. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Kills zu machen. Und wir sind sogar bei Platz 2, weil, mein Gott, das ganze Team hat gecampt. Nicht das ganze, aber ein paar haben schon ein paar Spielvorteile ausgenutzt. Und jetzt gucken wir uns den Kill an. Auf jeden Fall. Das ist der gleiche Typ, habt ihr ihn gesehen? Der immer im Eck gehockt hat, der Camper. Da habt ihr mal gesehen, das war echt eine schwache Leistung von dir. Campen ist scheiße, das solltest du eigentlich schon mal wissen. So, Leute. Wie sage ich Ciao, Leute? Ich weiß ja, bei mir ist das Gameplay-Ende immer ein bisschen anders als bei den anderen. Ich denke, wir machen einen guten alten Suizid. Den machen wir jetzt hier. So, gleich da vorne. Ach, egal, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!